So, da bin ich wieder beim nächsten Rennwochenende. Heute in Bahrain. Wir gehen jetzt die Session einfach. Ohne große Umschweife. Zocken jetzt einfach. Wir zocken einfach. Hoffe, es wird geil. Aber ich gehe davon mal aus. Den siebten Platz, glaube ich. Ja, glaube ich, war siebter Platz. Ach, ihr Riesentalent. Lutscht euch die Nüsse. Nee, 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 nee. Ist doch kein Riesentalent mehr mit in der 30. Also, Talent ist mal mit Anfang 20. Und dann, wenn man da noch was richtig gewinnt, dann ist man ein Riesental. Oh, und die scheint die Sonne. Das ist super. Und ich sitze in John Eric Werns Auto. Erstmal ein Setup rein. 4-4. Ja. Hier nach vorne, ja. So, hier 2-3. 2-3. 8-8. So. So, so. So, so. Ne, so. Und dann mal ein bisschen auf Speed gehen. So. Nehmen wir mal 12 Runden Sprit mit. Hier so, so, so und so. Da speichern wir jetzt mal. Unter Try. Ich weiß nicht, ob das Setup gut ist, aber ich finde es nicht schlecht. Es gibt wahrscheinlich bessere, aber viel bessere, aber ich versuch's mal so. Jetzt gehen wir einfach mal Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. auf die Strecke. Ja doch, mal fliegende Runde. Wollen wir mal schön. So, hier sind wir. Bremsen Sie nach vorne bitte. Wir haben kein Ziel. So dürfte es eigentlich schon sehr kurzer Platz. Ich guck mir nach vorne, habe ich gesagt. Ah, es war eine ohne Körse zur Auswahl. Jetzt mal gucken, wie das wird. So, und die Bremse ist gut gefunden. Das war, glaube ich, ein bisschen früh. Aber noch. So. Ist gerade auch einer rausgefahren. Ey. Okay, der Bremspunkt war schon mal nicht mehr. Im Ferrari hat der auf jeden Fall gepasst. Der Bremspunkt. Ah, ist jetzt ein Turbo oder so. So. Das war vielleicht auch ein bisschen zu langsam. Ich war zu früh gebremst. Das könnte der Katek hier hinter mir sein. Oder die La Rosa. So. Das wird keine gute Runde. So, jetzt kommt. Aber das Auto liegt in der Kurve gut. Nicht. 1,19. Das ist ganz schön schnell. Ich könnte ehrlich. Ja. Und jetzt können wir Curse und alles voll einsetzen und dann richtig Gas geben. 1,43,6. Sag ich, okay, der Kerl wird sogar schnell, ein Zehntel schneller. So. Overline. Mal hier bremsen. Okay, ist immer noch zu spät. Okay. Monatlich nicht, aber eine Sekunde schneller als meine vorherige Zeit. Okay.
scheiß dreckige Reifen. Hasse ich doch so wie die Pest, ey. So. Jetzt wird nur noch auf den Geraden dann eingesetzt. Das dürfte es eigentlich gut werden. So. Jetzt war durch, mal kein DRS einsetzen. 2,8 Sekunden sogar. Also es geht noch einiges. Würde ich mal sagen. Okay, das war ein bisschen zu spät gebremst noch. Für die Strecke. 41,2. Wir haben auch keinen Platz gelassen, ne? Das will ich aber jetzt mal feststellen. So. Das dürfte schon der Bonuspunkt jetzt gewesen sein. Die Reifentemperaturen sehen sehr gut aus. 1,8 Sekunden im ersten Sektor nochmal. Boah. Und das war jetzt wieder richtig scheiße. Ach, da mache ich mal die Rückblende. Nutze ich zwar sehr oft, aber hier auch mal eine perfekte Runde hinkriegen. Okay, das war jetzt noch schlechter. Mann, ey. Ach. Die Kurve war aber nicht. Mit stehenden Rad. Geil, die Runde. Die Kurve war lustig. Mit stehenden Innenrad. Das mag ich so. Da wurde meine Zeit mal impulverisiert. Aber ich bin schon mal schneller als meine Zeit. Also es wird richtig schwer, dieses Rennen Wochenende. Glaube zumindest. Am Maldonado. War schlechter. Aber im Rennen kommt es ja drauf an. Und 10 Sekunden schneller. Ich weiß auch ganz genau, wo ich was liegen lassen habe. Kann ich dir ganz genau sagen. Okay, das war jetzt weniger optimal. Aber trotzdem noch 802 Zehntel. Ist ja in Ordnung noch. So. Passt ja. Das linke doch, das linke Rad wird ganz schön hier beanspruchen. Auf das muss man ganz drauf aufpassen. Hier schon wieder die Kurve verpasst. Wird mir ja nicht immer passieren hier. Jetzt ist wahrscheinlich auch eine geile Zeit, ja. Noch 13, okay. Das wird doch jetzt mal anstrengend. Was macht ihr denn da? Ihr seid doch zwei Pfosten, ne? Ja, das ist sogar jetzt mal schneller als ich. Und da hat einer den Knöppel da oben gefahren. Ich weiß aber diesmal nicht. 1,38. Ne, 39,0. War eben 2 Sekunden schneller. Ich kann vorne mitfahren. Oder in den Top 10 komme ich bestimmt. Also.
Mann, Mann, Mann. War ja auch wieder nicht perfekt. Aber halbe Sekunde. Ja, schneller. So. Das wird auch gut gehen, ne? Wenn jetzt noch alles klappt, dann. So. Letzte Runde dann und dann. Ist das auch hier. Ist drin. Ja, gespannt. Ach, ey. Jetzt. Die Kurve muss ich mal kriegen, ne? Da lasse ich die meiste Zeit liegen. So. Hier setzen wir mal ein. Geh mal bremsen schon. Ach, Kobayashi, du. Du störst mich doch schon, ja. 18. Jawohl. Sag ich doch, da habe ich viel verloren immer. So. Da habe ich wahrscheinlich jetzt auch einiges verloren. Dann mal gucken, vielleicht reicht es. Ja! Geht doch! So, jetzt kommen wir zurück zu Garish. Garish. Und dann schon zum Qualifying springen. 1,4 Sekunden schneller als unser Teamkollege. Qualifying. Ja. Erster. Gut gemacht. Wir wissen nicht, wie viel Sprit die anderen an Bord hatten, aber das ist auf jeden Fall ein tolles Ergebnis. Danke. Ja, ja, Einsey. Ach, ey. Meistens bin ich auch im Qualifying 1, aber ich kann es irgendwie nicht ins Rennen retten. Ist komisch. Richtig komisch. Weil die dann auf einmal ultra schnell werden. Und ich auch teilweise viele Fehler mache, aber daran liegt es wahrscheinlich 10. Okay. So, das war's aber wieder für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Ne? Also, haut rein und tschüss.